Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Wir sind momentan in der Nähe vom neuen Lager. Das hat den Grund, dass wir mit Mordrak hergelaufen sind und wir quasi jetzt zurück zum alten Lager marschieren. Und dann können wir auch Torus gleich Bescheid geben, dass wir seine Aufgabe meistern konnten. Da wird er sich bestimmt freuen. Hoffentlich gibt es gut EP. Ich bin hier gerade quasi am Scavenger töten, dass wir töten halt ein bisschen was sich so halt noch ergibt. Und wie ihr sehen könnt, wir kommen gut zurecht. Ja, tatsächlich kommen wir gut zurecht, nachdem wir den Banditen hier die. Was war das? Ist das eine Kriegskeule oder ist das ein Streitkolben? Ich guck gleich mal. Den Morgenstern, Entschuldigung. Nachdem wir den Banditen den Morgenstern abgezogen haben, schnetzeln wir uns jetzt quasi dauerhaft mit Viechern. Also schnetzeln Viechern, kloppen uns mit denen, so rum. Da hinten aber noch Blutfliegen. Ist halt die Frage, ich schlachte mich jetzt zwar hier durch die Gegend, aber das hat natürlich auch einen gewissen Nachteil. Ne? Wenn man nämlich wirklich komplett materiell hier durchmarschiert, dann müsste man natürlich sagen, dass es wertvoller ist, sich Warane und Co. aufzusparen, weil die halt Krallen droppen, sobald man halt die Talente dafür erlernt hat. Aber irgendwie macht es gerade einfach Mods Gaudi, Gegner zu verprügeln. Rechts, rechts, links, rechts. Für zwei Wolfsfälle. Das ist ja makaber. Können wir aber uns leisten, haben noch 11 Dietriche. Ist okay, ist zwar nicht schön, macht mich auch ein bisschen wütend, aber Dietriche sind jetzt ja. Im Prinzip, also ich meine, wir können sie für 5 Erz verkaufen, aber wie gesagt, wir haben deswegen auch nochmal die Sache mit den Tieren und den Tiertrophäen. Wir sind gar nicht in Zugzwang, also wir haben fast 2000, also nicht wirklich 2000, aber so 1600, ne? Wir sind, glaube ich, 1600, 1700 Erz haben wir gerade im Moment. Haben noch genügend Waffen, die wir notfalls verkaufen könnten, also wir haben in keinster Weise Geldsorgen. Deswegen mache ich mir jetzt auch gar nicht so viele Gedanken. Ist gerade schön, dass die Wasseranimation fehlt. Da können wir hier mal ganz kurz ein bisschen durch den See lunsen, ob hier nicht noch irgendwas versteckt ist. Aber das sieht nicht danach aus. Wir gehen wieder nach oben. Und so ein paar Lurker oder Warane würde ich jetzt schon noch gern verprügeln. Ah, apropos, wollte gerade sagen, hier auf der anderen Uferseite geht es direkt weiter. Es ist übrigens sehr unübersichtlich, der Weg zwischen neuem Lager und altem Lager durch diese Schluchten, die bei Cavalon anfangen und dann bei Aiden quasi ihren Höhepunkt nehmen. Da geht's irgendwie gefühlt in alle Richtungen. Wie gesagt, Lurker-Klauen, Zähne, Krallen, das sind halt alles eigentlich sehr wertvolle Items, die die droppen lassen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Kapitel vor uns. Da wird ja wieder nachgespawnt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon gut die Sau rauslassen. Ein bisschen EP sammeln. Wir müssen ja auch Level 10 sein, um gegen Gohanis kämpfen zu können. Komm hier. Nehmen wir mal einen Trank. Wir haben ja 42. Alter Schlappe. Jetzt haben wir genau 100 Leben. Genau. Der Punkt ist, wenn wir hier jetzt hochlaufen, sind da erstmal noch Warane, aber ich meine, hier geht's, also wenn wir weiter nach da oben laufen, geht's schon direkt Richtung Ork-Gebiet. Jetzt brauchen wir halt auch 3000 EP bis zum Level Up. Aber ein Zehntel könnten wir ja schon mal angehen. On point. Drei Warane, kein Leben verloren. Jetzt sind wir langsam warm gelaufen, jetzt geht's rund. Nehmen wir so einen Jäger. Überstand, sonst was. Da sind noch Scavenger. Und wie gesagt, hier zum Beispiel, in der Gegend bin ich normalerweise nie.
Hier führt auch, glaube ich, keine Quest jetzt zum Beispiel auf dieses Weidenplateau da oben, da wo die Scavenger sind und noch weiter da oben. Wie gesagt, irgendwann kommst du ins Ork-Gebiet. Das ist auch schon alles. Man sieht da hinten übrigens das alte Kastell. Sehr schön. Boah, der hat einen Crit kassiert. Der nicht, aber der hatte auch Angst, deswegen ist er einfach umgefallen. Dann haben wir noch Kräuter. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht komplett hochmarschieren, weil da kommen dann irgendwann andere Viecher, die ein bisschen mehr Wumms haben. Wir könnten aber in die quasi bei Kavalon links rein. Das ist ja so eine kleine Grotte oder was das ist. Da könnte man, glaube ich, mal vorbeischauen. Ach, da oben ist der Steinkreis, ne? Genau. Also wir sind noch nicht im Ork-Gebiet drin, aber kommen ihm sehr, sehr nah. Und hier sind auch Gebirgs-Scavenger, die sind ein bisschen stärker als die normalen. Das ist ja cool. Und da hinten ist ein Schattenläufer. Also langsam bemerke ich auch, dass es hier für uns nicht weitergeht. Also, ah, die haben zwei Fleischbrocken dabei. Und wie gesagt, also mit Schattenläufern müssen wir uns jetzt noch nicht anlegen. Also, was heißt Steinkreis? Ich glaube, da unten kann man dann irgendwie... Ja, genau, also hier kommen wir noch hin. War hier nicht ein Fokus? Nee, ich glaube nicht. Ganz kurz hinlaufen, vielleicht kann man irgendwas abgreifen. Da unten kann man auf jeden Fall rein. Halte ich es aber nicht für so sinnvoll. Und wie gesagt, im Prinzip sind wir hier schon fast im Ork-Gebiet. Deswegen machen wir jetzt wieder einen Abgang. Also ich wollte es einfach nur abklappern, weil hier halt meistens noch ein paar Viecher rumlaufen, die man leicht übersehen kann. Also wenn man hier generell durch die Kolonie marschiert, dann laufe ich meistens bis zum neuen Lager und laufe dann links hoch. Also zum Beispiel hier zwischendurch einfach den Berg hoch, laufe ich nie. Und deswegen ist mir jetzt gerade noch der Gedanke gekommen, hier nochmal kurz vorbeizuschauen. Aber da bei dieser kleinen Hütte ist es ja nicht, bei diesem Holzunterstand oder was das heißt. Und da ist aber auch leider nichts zu finden. Ein bisschen schade. Jetzt laufe ich mal hier entlang. Das ist ein Wolfsrudel. Ich glaube, die lasse ich jetzt mal. Ich habe zwar keine Ahnung, ob wir die nochmal finden werden. Ich denke aber schon. Aber wenn wir mit hier, sag ich mal, Wolfsfälle abnehmen, weil das ist so, Wolfsfälle ist so der Standard. Das kann auch gut sein, dass wir wirklich mal für irgendeine Quest Wolfsfälle brauchen. Weil wir haben jetzt da zwei in der Truhe gefunden, aber brauchbar war das jetzt auch nicht, vor allem was den Dietrich-Verschleiß angeht. Genau, auf die Blutfliegen brauche ich jetzt auch nicht zu marschieren. Und kurz K, da sind wir direkt schon mal wieder am Ufer. Glaube ich, Richtung Aiden. Kann der uns denn so Jagdtalente beibringen? Ich weiß gar nicht. Also die Blutfliegen-Kolonne hier, die lasse ich jetzt auch einfach mal leben. Weil ich erstens glaube, dass wir nicht noch zu einem weiteren Level abkommen. Na gut, ne, mit der Einstellung klappt es auch nicht. Aber ich meine, die übersehen wir nicht so. Ne? Also, die sind im Prinzip immer da. Wenn wir Richtung neues Lager laufen, kommt man an denen quasi nicht vorbei. Aber eine von denen ist schon wieder irgendwo jetzt hinmarschiert. Oh, ist ja auch schön, wie hier alles verwinkelt ist. Ich glaube, die haben sie gerade umgebracht, kann das sein? Warum ist diese Blutfliege genau... Ich akzeptiere es. War meine Schuld. Ich hätte sie töten sollen. Hab's nicht getan. Mein Fehler. Aus Frust werden jetzt erstmal ein paar übergroße Hühner verkloppt. Einmal haben wir uns treffen lassen. War auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte, die da hinten schießen auch wieder auf die Scavenger. Die haben ja schon genug EP streitig gemacht, die Pappnasen da hinten. Und da hinten geht es ja Richtung Alte Mine, da werden wir auch noch in nächster Zeit vorbeischauen. Da führt uns ja auch im Prinzip die Hauptquest hin, da unten haben wir noch mehr Blutfliegen. Ansonsten, die Wälder, das wird auch ein Spaß. Das wird noch eine riesen Gaudi, Mods-Gaudi wird das noch sein. Was wir noch alles erledigen müssen. Ich habe sogar das ungute Gefühl, dass wir außen rumlaufen müssen, weil diese Typen da vorne heißt, glaube ich, nicht ohne Grund Erpresser. Deswegen gucken wir mal, wie wir gegen die klarkommen. Einfach mal drauf zulaufen und freundlich Hallo sagen.
Der eine hat halt schon eine schwere Banditenrüstung, ne? Der hat aber ganz schön dünne Ärmchen. Warte mal, ich laufe mal außen rum. So ging es ja auch. Da müssen wir nicht außen, also komplett außen rumlaufen, um die. Das ganze Areal hier. Hey Junge, wenn du hier vorbei willst, musst du 10 Erz zahlen. Oder du bekommst aufs Maul, kapiert? Ach so, ja, stimmt. Die sind ja auch nicht, die sind nicht Teil der Erweiterung. Die sind dann in dieser komischen Schnapshöhle oder so. Dann komm noch her und hol dir dein Erz. Ah, danke, Mann. Du rettest mir den Tag. Oh. Okay. Also das ist die Definition von unsportlich. Dann gehen wir den halt noch aus dem Weg. Ich meine, was soll ich machen? Der eine hat einen Bogen und schießt uns. Ah, gut, die haben übrigens beide Bögen. Da machen wir jetzt auch nicht viel. Also man ist am Anfang schon gezwungen, also wenn man jetzt halt nicht wie ich so ein bisschen außen rumläuft, ist man schon ziemlich gezwungen, einen Haufen Geld abzudrücken. An Erpresser, an Wegelagerer, Banditen. Viel mehr als ich in Erinnerung hatte. Wofür denn der Weg hier entlang? Ist hier unten noch irgendwas? Da ist ein riesiger, genau da ist dieser komische große Sumpfbaum. Aber das ist das Schöne an Gothic 1, dieses ganze Verwinkelte hier. Wehe einer von den Blutfliegen da unten. Wehe einer von denen marschiert nochmal da hoch. Auf direktem Wege zu den Erpressern da. Also das ist schon beinahe bekloppt. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Was soll das? Also. Dann bringen wir die um. Also ganz ehrlich, das. Das brauche ich mir ja nicht gefallen zu lassen. Das war ein bisschen zu hoch, oder? Ja. Hä? Warum haben wir das so überlebt ohne Probleme? Ich war überzeugt, dass wir jetzt sterben. Ich war mir sicher, dass wir jetzt sterben. So sicher, wie die hier jetzt sterben werden. Dann nehme ich die 300 EP dankend an. Bevor sie mir irgendwelche blöden Erpresser noch streitig machen. Oh, das wird jetzt gerade auch knapper als es sein müsste. Da gehe ich sogar in die Trankreserve. Wie gesagt, die Pappnasen da oben, die haben uns schon 60 EP streitig gemacht. Es müssen keine 120 sein. Und hier ist ja auch wieder so ein Weg mit einem Varan. Ich dachte, das wäre ein Scavenger, aber es ist ein Stein. Kommen wir hier hoch? Das sieht ja auch lustig. Hey, nein! Okay, ich kam viel höher, als ich jemals gekommen wäre. Okay, ich akzeptiere es. Boah, der hat aber auch wieder uns ganz schön einen mitgegeben. Ansonsten noch. Also die Hälfte haben wir sogar schon vom Level ab. Vielleicht doch gar nicht so unmöglich, wie ich es noch erst beschrieben hatte. Hör mal auf, hier rumzudaddeln. Was soll denn das? Also hier merkt man halt die mechanischen Schwächen. Ne? Also die sind halt leider auch nicht komplett schön zu reden oder zu ignorieren. Aber ist jetzt nicht weiter wild. So, und hier nochmal schön die zwei Seraphis abziehen. Und da war jetzt auch keine Trollkirsche oder so irgendwas versteckt irgendwo in diesen vier Bäumen, die ja fast schon aus derselben Wurzel herausragen oder so. Nein? Okay. Dann die sind mit den Erpressern nochmal aus dem Weg gegangen. Die konnten wir nochmal umgehen. Aber siehst du, hier von hier oben sieht es alles gar nicht so unübersichtlich aus. Aber wenn du da unten bist. Da ist der Aiden, dann führen da zwei Wege irgendwie sonst wohin ins Nichts. Dann wird's schon komisch, ne? Und wo führt's überhaupt hier hin? Führt uns hier der Weg überhaupt irgendwo hin?
Also hier ist erstmal nichts. Und wie gesagt, zum Beispiel hier das Plateau hier oben drüber, das wirkt immer noch recht leer. Wir haben es ja eigentlich zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Gegenden hier zu füllen. Was jetzt kein Kritikpunkt ist, also es muss ja nicht alles überladen sein. Aber das ist zum Beispiel so eine Fläche, die ich jetzt einfach mal mir anschauen würde, ob hier denn was eingebaut wurde. Wo ist Aiden? Niesen die Leute, wo sie sein sollen. Hier ist über so ein Pfeil, das sehe ich doch. Ich kann aber nicht anvisieren. Tja, was soll ich machen? Ist ja auch nur ein Pfeil, also was soll's. Und das ist quasi der andere Weg hier dran vorbei in diesem riesigen Felsen. Wenn der Aiden schon nicht da ist, nutzen wir doch die Gelegenheit. Knacken die Truhe, die nicht mal abgeschlossen ist. Einmal Heilung. Wieder zwei Dietriche, zwei Flaschen Bier. Super abgesahnt. Aber ich mache mir halt immer Ge Gedanken, dass die. Also, ich finde es ja cool, dass die auch weitere Wege zurücklegen innerhalb ihres Tagesablaufs. Aber ich habe halt echt Bedenken und Angst, dass die dann halt irgendwo in eine Gegnerhorde reinrennen und sterben, weil alle Leute sind gewiss nicht unbesiegbar. Geht's hier noch irgendwo hoch? Also da rechts waren die Wegelagerer, aber hier ganz oben, oder ist das einfach nur ein Felsen? Wieder eine dieser Flächen, von denen ich eben sprach, die man ja eventuell füllen kann. Aber hier scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Aber wie gesagt, es muss ja nicht alles befüllt sein, was erreichbar ist. Es macht ja auch mal Sinn, dass hier oben auch einfach mal nur Bäume sind. Ein, zwei Heilkräuter wären zwar ganz nett gewesen, aber das war jetzt nicht vonnöten, sage ich mal. Dabei sieht es ja schon nach einem relativ gescheiten Weg nach oben aus, deswegen hätte ich halt schon damit rechnen können. Ne? So, jetzt haben wir hier unten. Ich laufe erstmal gegen den Baum, das ist auch sehr praktikabel. Jetzt haben wir hier eine Höhle. Mit Mole-Rats, okay. Ich sterbe noch den Typen. Warum? Weil ich genau den, der vor mir war, nicht anvisieren konnte. Warum, weiß ich nicht, aber das hat die Sache etwas verkompliziert. Ich wollte eigentlich nur zurück zu Togus und die Quest abgeben. Jetzt daddel ich hier durch die Gegend, aber auf der anderen Seite. Hagelt halt auch EP für uns, ne? So, das funktioniert gerade ganz gut. Wenn wir mich ein bisschen rauslocken, dann lassen die anderen uns in Ruhe. Oder halt auch nicht. Aber so weit, so gut. Erstmal wird hier die Situation entschärft, indem alle Mallrats getötet werden. Hier ist eine verwitterte Axt. Nachtschatten. Diese verwitterten Äxte, da haben wir jetzt schon ein paar gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Höhle Teil des Hauptspiels ist. Aber wie ihr jetzt nach 20 Folgen merkt, sage ich das irgendwie über jede Höhle, die ich treffe. Und hier oben ist auch noch irgendwie ein bisschen Texturenfehler. Also ich. Es könnte gut sein, dass die Erweiterungsmod die noch eingebaut hat, weil auch der Boden hier kommt mir jetzt ein bisschen fremdartig vor. Also hier in dieser Gegend, deswegen, ja, keine Ahnung, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall waren da 200 EP für uns drin, deswegen brauche ich mich auch gar nicht zu beschweren. Ich beschwere mich auch gar nicht, wenn da so ein kleines Loch dann sich in der Decke befindet. Also viele Leute, die gehen da ja auf die Barrikaden, aber ich muss sagen, das ist okay. Also, mein Gott, sowas passiert mal. Das raubt mir jetzt nicht komplett die Immersion. So, jetzt sind wir hier oberhalb. Das ist doch auch schon wieder Ortgebiet, oder? Das sieht man, ne? Da, wo es dann unwirtlich wird. Ach nee, halt, von hier kommen wir dann zu den Wölfen. Ah, okay, gut, ich. Langsam kriege ich es zusammen.
Und hier haben wir den zusammengefalteten Turm. Ah, wie gesagt, noch ein Level. Davon können wir träumen. Aber wir sind ja auch so schon relativ weit vorangekommen, deswegen beschwere ich mich gar nicht. So können wir jetzt hier irgendwie ohne zu sterben. Oder müssen wir da runterlaufen und wie. Nicht wie ein Höhlenmensch versuchen, da rüber zu springen wie Tarzan. Oder vielleicht einfach hier runter. Und da ist halt auch schon Snapper, ne? Snapper. Können wir gegen Snapper bestehen? Ich höre, dass irgendjemand redet eben, oder? Ist hier in dem Turm jemand drin oder was? Ne, da unten ist halt nur ein Bandit. Da ist ein Snapper. Hier ist offen. Da ist noch eine Truhe, die nehmen wir auch noch mit. Verdammt. Ich habe gerade wirklich jemanden reden hören. Also entweder ist Aiden irgendwo auf Jagd mit dem Kollegen. Ich höre es schon wieder reden. Links von uns müssten die sein. Oh, ein grobes Schwert, aber links von uns sind doch fast die Snapper. Vielleicht in irgendeiner Höhle? Auf jeden Fall war hier gut was an Stuff in der Kiste. Auf jeden Fall wertgeschätzt. Jetzt beginnt die Kletterpartie hier. Oh je, bin ich jetzt überhaupt hier gerade richtig, oder? Das war ein Griff ins Klo. Aber uns ist nichts passiert, seltsamerweise. Ist ja auch komisch, oder können wir noch weiter hoch? Nee. Ah, haben es geschafft. Und hier ist der Vollstrecker. Ein Einhandschwert, das geisteskrank gut ist. Warte mal, was? Das ist eine Einhandwaffe? Mit 85 Schaden? Macht Urizel nicht nur 120? Warte mal, haben wir jetzt hier einen der besten Einhänder überhaupt gefunden? Ich dachte, der beste Einhänder wäre die Gardistenhand mit 59 Schaden. Und dann kommen schon die Zweihänder mit 71 Schaden und so weiter. Gut, es kann auch sein, dass die in dem Spiel hier... Gothic 1 war ja im Prinzip so ein bisschen darauf bedacht, dass man quasi mit einer Hand beginnt und dann auf zwei Hand ausweicht, weil das aus diversen Gründen besser sein sollte, oder ich habe keine Ahnung. Da ist es ja auch so, dass man zwei Hand erst lernen kann, wenn man eine Hand kann. Das wollte ich jetzt nicht, ich wollte ja eigentlich rüber, aber das wird wieder ein bisschen eine Zitterpartie. Okay, ich sag mal nix, wir haben überlebt und eine Waffe im Wert von 1800 Brocken gefunden. Deswegen sind wir einfach mal ganz still und akzeptieren unser Schicksal. Und hielen uns mit gebratenem Fleisch wieder hoch. Also, ich dachte, das wäre vielleicht so eine 50 bis 60 Schadenwaffe, aber doch keine 80. Okay, wir haben eine Waffe. Eine neue, auf die wir hinarbeiten können. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge hier weitergeht. Ach, da unten. Wer ist denn da unten? Da unten sind die. Ach, nee. Er hat gesehen, dass wir auf ihn gezielt haben. Ist auch sehr cool, dass er das von hier oben bemerkt. Da unten sind unsere beiden Kollegen. Sowas war auch. Wir sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns hier noch ein bisschen um und dann aber zurück zu Torus. Bis dahin. Tschüss.